Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von dieser schönen Knopfblume als Schlüsselanhänger. Dafür benötigen wir einen Knopf mit 4 Löchern und man sollte darauf achten, dass die Löcher etwas größer sind. Außerdem brauchen wir eine dünne Häkelnadel, ich habe Nummer 2,5 verwendet und Garn. Ich habe noch so viel Filet-Häkelgarn und da das Garn sehr dünn ist, nehme ich 2 Fäden davon. Ich lege den Faden von hinten an den Knopf und gehe dann mit der Häkelnadel von vorne durch ein Loch hindurch, hole mir die erste Schlaufe und kann so die erste feste Masche machen. Wir häkeln insgesamt 7 feste Maschen in jedes Loch hinein. Der kurze Faden wird mit eingehäkelt und kann dann später abgeschnitten werden. Wenn in jedem Loch 6 feste Maschen sind, können wir mit einer Kettmasche in die nächste Masche schließen. Jetzt folgt das Blumenmuster. Wir machen 2 Luftmaschen, die als Stäbchen gelten, und machen dann in dieselbe Masche ein Stäbchen hinein. So haben wir quasi 2 Stäbchen. In die nächste Masche machen wir auch 2 Stäbchen. Dann folgen 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in diese 2 Schlaufen hinein. Nun machen wir wieder in die nächste Masche 2 Stäbchen in die nächste Masche auch 2 Stäbchen und in die nächste Masche eine Kettmasche. Dann folgt noch eine Kettmasche und das nächste Blütenblatt beginnt. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in dieselbe Masche unten hinein, in die nächste Masche wieder 2 Stäbchen . Dann kommen die 3 Luftmaschen und diese Kettmasche in diese 2 Schlaufen hinein. Wieder 2 Stäbchen in die nächste Masche. Noch einmal 2 Stäbchen in die nächste Masche. Und eine Kettmasche in die nächste Masche und in die nächste Masche noch einmal eine Kettmasche. So, und auf diese Weise ringsherum alle Blütenblätter häkeln. Hier bin ich jetzt schon bei der letzten Masche und jetzt folgt in die nächste Masche noch eine Kettmasche und dann machen wir insgesamt 20 Luftmaschen. Danach kommt eine Kettmasche in die nächste Masche hinein. Und dann können wir den Faden schon großzügig abschneiden und ihn auf der Rückseite verknoten oder verhäkeln oder vernähen, ganz wie ihr wollt. So, nun kann man das Ganze noch ein bisschen aufhübschen mit Strasssteinen. Ich habe in die Mitte einen Strassstein geklebt und in die Mitte der Blütenblätter jeweils so ein tropfenförmiger Strassstein. Und damit ist der hübsche Schlüsselanhänger auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.
Bis zum nächsten Video. Eure Jule.